Hi, hier ist dein Coach Steffen und heute geht es um die Frage, bist du ein Vordenker oder ein Nachdenker? Und ich erzähle dir gleich zu Beginn eine kleine Geschichte dazu. Ich habe eine recht gute Freundin und die kommt gebürtig aus Paraguay. Paraguay ganz im Süden auch von Südamerika. Ein Land, ein relativ kleines Land im Verhältnis, aber ein Land, das keinen besonders hohen Lebensstandard hat, die eigentlich im Verhältnis zu Deutschland, Österreich, Schweiz eher ein sehr armes Land sind mit sehr ärmlichen Verhältnissen. Die Leute haben wirklich dort einen Lebensstandard, den wir überhaupt nicht kennen aus unserer Kultur. Und im Endeffekt sind diese Leute dort beschäftigt mit unheimlich vielen Problemen. So, so viele Probleme, Probleme, Probleme. Und die haben wirklich existenzielle Probleme. Das heißt, die haben sehr viel mehr und deutlich höhere Probleme, als wir es in den meisten Fällen haben. Und ich sitze vor einiger Zeit mit meiner Freundin bei einem kleinen Café und wir sprechen so und wir kamen irgendwie auf dieses Thema Psyche, Psychologie, Depression und sie hat dann gesagt, das ist interessant, Steffen, bei uns in Paraguay, da gibt es überhaupt keine Depression. Es gibt keine Menschen, die dort Depressionen haben. Und ich habe gesagt, das ist interessant. Warum eigentlich nicht? Weil ich meine, ihr habt ja wirklich richtig viele Probleme dort. Die Leute haben ja noch ganz andere Probleme teilweise als hier. Und sie sagt zu mir, weißt du, wir haben einfach keine Zeit dafür, über diese Dinge nachzudenken. Und das war total interessant, weil ich dann gesagt habe, was meinst du damit, du hast keine Zeit darüber oder ihr habt keine Zeit darüber nachzudenken? Und sie hat gesagt, weißt du, es gibt bei uns nur zwei Möglichkeiten. Entweder du stirbst oder du lebst nach vorne. Das heißt, die haben halt so viele Themen, dass die einfach überhaupt gar keine Zeit haben, um sich irgendwo hinzusetzen, um mit dem Kopf in die Vergangenheit zu gehen. Die müssen so stark im Hier und Jetzt sein, um diese Herausforderungen und Aufgaben, die sie jetzt gerade haben, auch zu meistern, für sich, für ihre Kinder, für ihre Familien. Und natürlich brauchen sie auch ein klares Vordenken. Das heißt, sie müssen auch planen in Zukunft, wie kriegen wir das nicht nur heute hin, sondern wie sichern wir unsere Existenz auch in den nächsten 3, 4, 5 Tagen, Wochen und vielleicht sogar Monaten. Und das ist sehr interessant, wenn dich das Leben so fordert offenbar, dass du mit deinem Kopf sehr stark in der Präsenz sein musst und prinzipiell aber auch im Vorausdenken, also im Vordenken, nach vorne denken, um dann wieder in der Gegenwart die Voraussetzungen zu schaffen, dass deine Zukunft auch funktioniert, dann hast du halt auch keine Zeit, um nachzudenken. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns das mal bewusst machen und dass du dir das mal bewusst machst. Wie viel Prozent deiner Zeit, wenn du so denkst, denkst du nach vorne? Und wie viel Prozent deiner Zeit denkst du nach hinten? Und ich glaube, dass nachzudenken nicht grundsätzlich was Schlechtes ist, denn manchmal würde es auch helfen, mal ein bisschen nachzudenken, um Erkenntnisse aus der Vergangenheit zu gewinnen, um Dinge zu verstehen, wie manche Dinge entstanden sind, die ich heute habe. Das heißt, um die Vergangenheit ein Stück weit mal zu reflektieren, ist Nachdenken bestimmt gut. Die Frage ist, wie ist das Verhältnis, wie ist die Balance? Und ich stelle einfach persönlich fest, dass gerade bei Menschen, die in ihrem Leben nicht wirklich vorwärts kommen, dass sie meistens zu viel nachdenken. Im Wort Nachdenken steckt ja das Wort nach schon drin. Das heißt, das ist etwas Rückwärtsgewandtes. Das heißt, ein Mensch, der sich viel mit seiner Vergangenheit beschäftigt, ist ein Nachdenker. Und Menschen, die sehr, sehr viel um sich selbst kreisen, das sind Menschen, die nichts anderes tun, als immer nachzudenken und nachzudenken und praktisch immer nochmal vergangene Prozesse oder Erlebnisse, Erfahrungen und so weiter nochmal in der Dauerschleife immer wieder überdenken, immer wieder überdenken. Und das Problem, das sich dabei ergibt, ist, wenn du es zu viel machst, ist, dass du keine Idee für deine Zukunft entwickelst, wenn du immer mit den Gedanken in der Vergangenheit bist. Und da gibt es einen schönen Schlüsselsatz und der heißt, wenn dich die Vergangenheit anruft, dann geh nicht hin, denn sie hat nichts Neues zu erzählen. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad mag Nachdenken vielleicht auch mal ganz interessant sein, aber alles in allem bringt dich dieses Muster nicht mehr weiter. Und meine Erfahrung ist, dass viele Menschen deswegen keine Idee haben für ihre Zukunft. Sie haben keine Vision. Wenn du sie fragst, was ist dein Traum, wo willst du mal hin, dann sagen viele Leute, keine Ahnung. Wenn du Menschen fragst, was ist deine Bestimmung, ja, was ist dein Auftrag für die Zukunft, was willst du in der Welt bewirken?
keine Ahnung. Und das sind oftmals diejenigen, die sehr nachdenklich sind, die nach hinten denken und versuchen, ihre Vergangenheit und das Leben zu verstehen. Ganz ehrlich, wir müssen und können tatsächlich auch nicht alles verstehen im Leben. Es ist auch nicht notwendig. Entscheidend ist, dass du verstehst, wie du deine Zukunft verwirklichen kannst und dass deine Zukunft auch anders werden kann, als deine Vergangenheit war. Denn deine Vergangenheit, also sozusagen deine Historie, dein Lebenslauf mehr oder weniger, ist nicht automatisch dein Schicksal. Das heißt, weil die Vergangenheit in irgendeiner Art und Weise stattgefunden hat und du bestimmte Dinge mitbekommen hast, heißt das nicht, dass deine Zukunft genauso wird. Das geht aber nur dann, wenn du heute und jetzt andere Gedanken produzierst, denn deine Vorstellungen der Vergangenheit haben die Gegenwart kreiert. Aber deine Vorstellungen heute von der Zukunft kreieren deine Zukunft. Und viele Menschen erleben deswegen immer und immer und immer wieder das Gleiche, weil sie die ganze Zeit nachdenken, weil sie die ganze Zeit in der Vergangenheit leben mit ihren Gedanken und damit reproduzieren sie immer wieder die gleichen Bilder, die gleichen Geschichten, die gleichen Muster und Erlebnisse, die sie mal irgendwann hatten, in ihrem Kopf und damit kreieren sie im Endeffekt ja eine Gegenwart, denn in das, womit du dich jetzt in dem Moment beschäftigst, ist das, was für dein Gehirn biochemisch, mental, neuronal Realität ist. Und damit verursachst du die Zukunft, denn das ist eine Ursache, die du setzt. Denn damit wirst du dich auf eine bestimmte Art und Weise fühlen. Damit wirst du auch auf eine bestimmte Art und Weise dich dann verhalten. Das wird zu deiner Haltung, zu deinem Verhalten und somit irgendwann auch zu deinen Verhältnissen. Das heißt, wenn du deine Verhältnisse in der Zukunft anders haben willst, als du sie in der Vergangenheit hattest, dann hör auf, die ganze Zeit nachzudenken, sondern fang an, vorzudenken. Und da hilft ganz konkret, nimm dir mehr Zeit für Future Design. Future Design heißt, dass du anfängst, deine Zukunft zu kreieren, dass du dir also Zeitinseln nimmst, die du dir in deinem Terminkalender, und das wäre mein Tipp, dass du dir in deinem Terminkalender eine Zeitinsel jede Woche, vielleicht sogar jeden Tag, aber zumindest mal eine Zeitinsel pro Woche Festblocks definierst, im Vorfeld definierst und in dieser Zeitinsel, in diesem Zeitraum, das kann eine Stunde und ein halber Tag oder wie auch immer sein, in diesem Zeitraum würde ich dir empfehlen, aus deiner gewohnten Umgebung zu Hause oder in der Arbeit rauszugehen an einen Platz, der dir gefällt, wo du dich gut fühlst. Es kann ein Café sein, es kann eine Therme sein, es kann die Natur sein, spielt gar keine Rolle, aber wo du rausgehst aus dieser normalen Umgebung, um dort auch durch das Umfeld, durch die Eindrücke neue Impulse zu kriegen. Und dort machst du Future Design. Das heißt, hier kreierst du in deinem Kopf deine Zukunft. Wie sollte das Leben in der Zukunft aussehen? Wo lebe ich da? Mit wem lebe ich da? Was tue ich da? Wann stehe ich auf? Was ist meine Tätigkeit? Was bewirke ich für Menschen? Das sind die Dinge, die dort dann in deinem Kopf stattfinden. Und damit kreierst du deine Zukunft. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und gib mir gern dein Feedback, wie es dir damit geht. Lass uns gerne in Kontakt treten, schreib mir bei YouTube hier deine Kommentare und natürlich lass uns auch über meinen Podcast und über Instagram in Kontakt treten. Über Instagram ist die beste Möglichkeit, hier können wir direkt miteinander kommunizieren. Also, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Steffen.